So. Hallo Sascha. Hallo Olli. Herzlich willkommen. Machen wir mal. So. Hallo Sascha. Hallo Olli. Hallo Leute. Herzlich willkommen zurück bei Bücher über Berlin. Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Ja. Heute hat Olli uns mal wieder was mitgebracht. Schon wieder so ein grelles Buch. Ja, grell, ja. Auch ein sehr, sehr schönes Cover, wie ich finde. Und vor allem ein sehr lustiger Autorenname, wie Sascha findet. Schon wieder Moritz Neten Jakob? Nein. Moritz Neten Jakob ist es nicht. Es ist Rolf Bläsing. Ich wusste, dass das Buch den Effekt hat. Ja. Es heißt Der Halbmarathon-Mann. Hm. So. Ich teste Sascha mal ganz kurz. Die Hauptfigur heißt Ralf Rimbach. Auch hübsch. Oder? Ja, ich habe Bilder. Und sein Love Interest, also die Frau, die er begehrt, heißt Julia Jenner. Das sagt so. Nee, aber ich fand das ganz schön, so mit diesen Alliterationen sind das, glaube ich, ne? Wenn man zwei gleiche Buchstaben hat, so Ding gegen Ralf Rimbach. So. Wir werden das recherchieren. Also. Ralf Rimbach ist ein ziemlich langweiliger Kerl, hat sich in den letzten Jahren ziemlich gehen lassen, ziemlich viel ungesundes Essen, wenig Bewegung, viel Couch, viel einsames Single-Leben. Ich muss meinen Bauch noch mehr einziehen. Ja, hat sich jetzt Hals über Kopf in die PR-Beraterin des Unternehmens verknallt, Julia Jenner, die das genaue Gegenteil eigentlich ist, ziemlich agil, ziemlich sportlich. Der Traum aller Männer in der EDV-Firma, in der Ralf arbeitet. Und er hat sich jetzt überlegt, er wäre ja nicht Informatiker, wenn er nicht einen Plan hätte. Und so ruft er das Programm oder den Plan Conquest ins Leben. Der beinhaltet Gewichtsreduktion, Umbau der Wohnung auf frauentauglich, Umstyling auf frauentauglich, gewisse Annäherungs- und Flirtversuche verpackt in diese EDV-Struktur, die er da gezaubert hat. Und er findet halt raus, laut Internetrecherche, dass doch Joggen oder Laufen an sich die beste Möglichkeit zur Fettverbrennung wäre, zumal man jetzt auch keine besonderen Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenstände dafür haben muss. Und es geht dann ganz locker flockig los mit so 3 Kilometer Laufen. Dafür braucht er irgendwie 2,5 Stunden und ein Sauerstoffzelt später ist er dann tatsächlich wieder fit. Also der Mann hat gar keine Kondition. Und kämpft sich wirklich bei Wind und Wetter durch, verfolgt dieses Ziel. Es geht sogar so weit, dass er ein Haus kauft, das er gar nicht kaufen möchte, nur um ihr da so ein bisschen näher zu kommen und zu imponieren. Und aber eine wirklich herzergreifende Geschichte von einem Mann, der wirklich bereit ist, für die Liebe seines Lebens alles zu tun. Und das auf eine sehr, sehr kreative Art und Weise. Kann ich sehr empfehlen, jedem ans Herz legen. Der Marathonmann. Und vielleicht, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe es gelesen und ich dachte, ich will laufen gehen. Ich muss mal heute irgendwie, ich muss mich bewegen. Ich muss was machen. Ich würde jetzt kein Haus kaufen, oder? Also ich würde es lesen und denken, schön ist es, wenn man laufen kann. Vielleicht würdest du laufen gehen. Bei dem Wetter, so wie lass heute. Mich oder nicht joggen sehen. Wir finden es raus. Ob er gelaufen ist oder nicht, sage ich euch. Und vielleicht lest ihr bis dahin das Buch. Ralf Bläsing. Richtig. Der Marathonmann. Viel Spaß. Viel Spaß.